Ja, genau. So, könnt ihr es dann sehen? Könnt ihr mal gucken? Schicke ein Herzchen. Ah, genau, wir sind Ah ja, Natascha ist noch, ja, wenn ich sehe, noch nicht ganz zu live. sehen, aber gut. So, ja, es geht los. Guten Morgen alle zusammen. Es freut mich, dass wir uns, Ich sehe alle gut, euch drei. ja, Genau. dass wir uns wieder heute nochmal sehen können. Natascha ist im Urlaub, die genießt ihre Zeit und ja, hat Ja. natürlich auch zum Thema Gesundheit einiges zu sagen, worauf ich mich schon ganz besonders freue. Oh, was ist? Maria ist leider raus. Es ist sie. Ich Ja, hoffe die mal, kommt gleich wieder rein, bestimmt, denke ja, ich. ich Ne? hoffe, sie kommt gleich wieder. Maria, ja, sie wird sich heute mit dem Bestimmt. Thema Darmreinigung beschäftigen und uns sagen, was man da achten sollte und was im, ja, mit ihrem Live-Plus-Programm, was da halt wichtig ist. Und Natascha wird uns den Darm und das Selbstvertrauen in Kombination vorstellen. Da bin ich auch schon Genau. sehr gespannt drauf. Ja. Ja, und meine Wenigkeit, ich werde euch dann ein bisschen was zu den Nährstoffen sagen, wieso, weshalb, warum Nährstoffe so wichtig sind für unseren Darm und ja, wie das auch in Zusammenhang steht. Dann würde Genau. ich vielleicht sagen, die Natascha, du fängst mal an. Man weiß ja auch nie, wieso deine Verbindung steht. Genau, ne? Ich bin ja hier im Gerade. schönen Saalbach in Österreich, im Salzburger Land. Genau, herzlich willkommen auch von mir. Und ja, freut mich, dass das so in unserer Runde auch in Urlaubszeiten klappt. Mit Gesundheit. Ich meine, viel mehr Gesundheit oder gesundes Leben, als ich jetzt hier gerade, kann ich ja kaum haben. Grün und Natur, genau. Aber ja, heute geht es ja bei uns eben um das Thema Darm von ganz vielen Seiten zu beleuchten und wie wichtig das ist. Und genau, und ja, guck mal, da kommt die Maria auch schon wieder rein. Hey, hallo. Genau. Ja. Ich habe gerade gesagt, ich starte mal. Wir wussten nicht genau, wann, wie schnell du wieder drin bist. Also fange Ja, ich ich mit bin gerade meinem Thema an. rausgeflogen. Genau, eben ist ja nicht schlimm, kommst du wieder Ja, rein. genau. Genau, der Darm und das Selbstvertrauen ist ja mein Bereich, wo ich heute ein bisschen erzählen möchte. Und das hängt wirklich ganz spannend zusammen und letztlich aber auch mit euren Bereichen, ne? Nährstoffe und Reinigung und allem. Das ist alles komplett greift das super ineinander. Warum jetzt der Darm speziell mit dem Selbstvertrauen so zusammenhängt, hängt mit dem vegetativen Nervensystem zusammen. Also da gibt es den Vagusnerv, der fängt wirklich so vom Hirnstamm hier hinten an und geht auf der einen Seite hier den Körper runter, ist nochmal unterteilt in zwei Bereiche. Dieser Bereich ist der Parasympathikus, der ist für Entspannung vom Grunde her, ne? Für Loslassen, für Erholung, für Regeneration zuständig. Und der andere Bereich des vegetativen Nervensystems ist der Sympathikus, der ist für die Anspannung, für mal auch in stressigen Zeiten mal so ein bisschen Power geben. Früher war das so Fluchtmodus oder Kampf, bin ich Flucht-Kampfmodus angelegt. Aber warum der Darm und das Selbstvertrauen zusammenhängen, hängt mit dem parasympathischen Anteil zusammen. Und zwar ist der wiederum nochmal unterteilt, auch in einen Bereich, der nennt sich der ventrale oder soziale Vagus. Und der entwickelt sich schon, beginnt zu wachsen quasi in der wirklich frühkindlichen, in der Säuglingsphase. Und es geht über den Augenkontakt mit der Mutter. Wenn du halt, wenn das, der Säugling gestillt wird oder halt in den Arm genommen wird und die Mutter ist in einem guten Kontakt mit dem Kind dann dabei, dann entwickelt sich und prägt sich dieser soziale Vagusbereich halt stärker aus. Der wird aktiviert. Das hat was auch mit Hormonausschüttung zu tun, mit Dopamin, ne, diesem Bindungshormon. Das wird da ganz stark aktiviert. Und wenn ich eben schon diese frühkindliche gute Bindung habe in diesem sozialen Bereich, dann habe ich natürlich auch ein gutes Körperbewusstsein. Ich habe ein gutes Bindungsgefühl. Ne? Ich fühle mich ja sicher mit meiner Mutter. Ich bin da geborgen. Ich bin da verbunden auch. Ne? Und habe da Vertrauen und kann das Vertrauen aufbauen. Ne? Und je besser diese Bindung schon anfangs ist, umso besser oder mehr entwickelt sich halt auch mein Selbstvertrauen. Ne? Und wenn es dann da Störungen eben schon in diesem Bereich, das ist nur ein Teil halt, der damit zusammenhängt, aber der fängt da eben schon sehr stark an. Wenn da eben dieser Bindung gestört ist, dann habe ich halt eben auch diesen Nervenbereich nicht so gut ausgebaut. Und weiter geht halt dieser Nervenbereich, der geht an ganz vielen Organen doch der an, aber halt eben auch ganz, ganz stark hat er eine Verbindung mit dem Darm. Das nennt man dann immer so dieses schöne, diese Darm-Hirn-Achse.
worüber halt auch über Hormone, über verschiedene Botenstoffe kommuniziert wird. Und wenn das halt wirklich gut auch runtergeht, dann habe ich einfach da auch einen guten Austausch halt mit dem Darmbereich. Das heißt, diese Glückshormone, sage ich mal, Dopamin und Serotonin, die werden tatsächlich auch hauptsächlich im Darm produziert und gehen dann eigentlich über diese Nervenverbindung ins Gehirn, ins limbische System im Austausch, das dann halt dieses Wohlbefinden auslöst, ne? Dieses Glücksgefühl, dieses ich fühle mich sicher, ich fühle mich gut. Das ist so dieser Dopaminzustand, den man oftmals kennt, ne? Wenn du sagst, du bist so, oder auch Serotonin, ne? Du bist glücklich, aber du bist auch gut verbunden, halt. Und dass halt diese Kommunikation über diesen Vagusnerv sehr gut funktioniert. Das wurde mal in einem ganz witzigen Experiment mit Mäusen tatsächlich nochmal richtig plastisch dargestellt. Und zwar heißt das, dass Woody Allen und Jack Nicholson Mäuseexperiment. Da wurden Mäuse zunächst gezüchtet, die hatten überhaupt gar keine Darmbakterien. Also da, ne, die wurden so gezüchtet, dass die Darmbakterien raus waren. Und dann wurden ein Teil davon mit Darmbakterien, denen man so ein bisschen dieses Verhalten von Menschen zuordnete, die eher zurückgezogen sind, eher so ein bisschen, ne, so depressive Züge haben. Und ein anderer Teil der Mäuse wurde mit Bakterien gefüttert, die man halt Menschen zuordnete, die sehr, sehr draufgängerisch sind, sehr tough, sehr ein bisschen so auf Konfrontation ausgebildet. Und tatsächlich entwickelten auch diese Mäuse, die vorher quasi in diesem Nullzustand waren, mit den entsprechenden Bakterien auch die entsprechenden Verhaltensweisen. Also darüber sieht man auch, wie wichtig halt eine vernünftige Darmflora ist, dass da halt alles gut ausgewogen ist mit Nährstoffen, mit allen Mikrobiomen, dass das halt in Ordnung ist, weil sich das wirklich eins zu eins halt auch auf das Verhalten auswirkt. Und letztlich dann eben auch, ne, wie gehe ich überhaupt in meinem Leben um? Fliege in der Natur am Bauernhof. Ja, auch das ist total wichtig, ne? Wenn halt Kinder auf dem Bauernhof zum Beispiel so aufwachsen, ne? Mit all dem, ich sag mal, Dreck und Tieren und allem, was hier so ist, ne? Da wird nicht klinisch reingelebt, sondern halt, ne? Die essen auch mal mit dreckigen Händen oder so. Und da ist halt das ganze Darmmilieu auch einfach vernünftig und gut ausgebildet und nicht so steril gehalten und kann einfach auch mit Eindringlingen oder Bakterien anderer Art gut umgehen. Ne? Und das ist eben genau so ein Punkt, also wie wichtig diese Verbindung da am Hirnachs und wie wichtig dann eben ein vernünftiges Mikrobiom, eine vernünftige bakterielle Ansiedlung an guten Darmbakterien ist, weil sich das einfach tatsächlich auf unser Verhalten, ne, es gibt ja auch Studien, die nachweisen, dass Depressionen stark mit dem Darmmilieu zusammenhängen oder dass halt auch Therapieformen sich stark mit dem Darm beschäftigen und da auch Depressionen dann halt wieder beheben können oder günstig beeinflussen können, auf jeden Fall. Ne? Genau, aber eben so dieses Selbstvertrauen, ne, das hat eben wirklich so ganz frühkindliche Prägungen schon da drin. Wie ist halt dieses Nervensystem, das eben stark am Darm andockt, wie gut ist das so ausgebildet worden? Ganz, ne? Und das ist so ein Bereich, genau, der dazu dann dabei trägt, ne, dass wir uns gut und im Vertrauen und in Verbindung fühlen. Und dann kommen natürlich all die Dinge, ne, wie Ernährung, da kann dann Silvia gleich noch mehr dazu erzählen, oder auch mal Darmreinigung, wenn das halt ja eben ein Ungleichgewicht da ist, ne, dann ist das sicherlich mal interessant, so eine, ja, so ein Detox, ne, nach Life Plus vielleicht von Maria dann anzuwenden. Und dann beeinflusst es halt nämlich tatsächlich unsere Psyche, unser Vertrauen, unsere ganze Konstitution. Deswegen ist das super wichtig, ja, auf den Darm zu hören. Ne? So manche sagen ja in der Tat, du hast es auch geschrieben, eigentlich was erstes Gehirn manchmal. Ne? Weil da ist so die Intuition und das rasche, spontane Reagieren ist eigentlich so aus dem Bauch heraus, das sagt man ja auch immer, ne? Diese Bauchentscheidungen, die aber oftmals sehr gut sein können, weil dann kommt der Kopf, der erzählt uns immer ganz viel dazu. Ja, Genau. da möchte ich kurz ergänzen. Also es gibt halt auch ganz viele wissenschaftliche Studien, immer mehr. Also es werden mehr und mehr, die sich halt einfach mit der Darmflora beschäftigen. Und deswegen denke ich, kommt halt auch mehr und mehr die Frage auf, ist der Darm nicht unser erstes Gehirn? Steuert nicht unser ganzer Darm uns und komplett unser Verhalten? Und das, glaube ich, das wird halt durch diese ganzen Studien immer, immer mehr und mehr auch unterstützt und belegt, ne? Was Ja, ja weil aus der Evolution tatsächlich, ne, gab es die ersten, ja, Mehrzeller, die hatten tatsächlich eher so einen Darmbereich und gar noch kein Gehirn. Also bevor die ersten Lebewesen ein Gehirn genau. hatten, hatten die schon einen Darm, ein Verdauungssystem. Und auch der Darm und das Gehirn, auch
in der Embryonalphase, das ist relativ der gleiche Stoff, aus dem sich das beides entwickelt halt und in ähnlicher Zeit. Also es hängt da halt schon sehr stark zusammen. Ja. Mhm. Ja. Ja, also falls ich ihr dazu noch Fragen habt oder vielleicht ergibt sich gleich noch so ein bisschen, ne, wenn ihr zwei noch erzählt von euren Bereichen, dass man da nochmal so Parallelen ziehen kann. Wie war ja. Nämlich wichtig. Ich finde das auch super spannend, das Thema. Und ich frage mich ja immer die ganze Zeit, was normal ist, also was schon gegeben ist, sozusagen, ne, was jeder so hat, wenn er auf diese Welt kommt. Und was dann passiert, dass viele das eben dann verlieren oder halt nicht mehr haben, so wie es sein sollte. Ne? Also was alles eine Rolle spielt, warum das dann irgendwann mal vielleicht nicht mehr so ist, dass der Darm so super funktioniert, die Bakterien so gut da sind und was man dann dagegen tun kann. Das sind dann immer wieder diese Überlegungen. Ne? Wie kann man, was könnte das Ganze denn stören? Genau. Und letztlich auch da, ne, das gibt auch wiederum Studien, die sagen, wenn diese frühkindliche Prägung mit der Mutter eben über den Kontakt dieser Ausbildung des Nerven, wenn die gestört ist, dann gibt es prozentual viel mehr schon höher oder übergewichtige Teenager oder so, ne? Also in dem Bereich, also das, dann fangen die Kinder an, tatsächlich zu kompensieren, indem der Körper Fett speichert auch einfach. Ne? Also das ist dann oftmals nicht nur, dass ne, die Ernährung sowieso einen großen Teil spielt, aber die Tendenz dazu, eher halt ne, Fett zu speichern, überhaupt irgendwie ne, was festzuhalten, was ich kaum bekommen habe. Diese Verbindung, in dem Sinne kompensierend das Fett, da ist schon ein ganz starker Prozess. Ja, ich habe gerade diese Woche wieder einen Vortrag gehört von einer, die auch sehr, sehr lange Probleme mit Neurodermitis hatte und das dann auch auf ihr Kind übertragen hat. Das heißt, und die hat halt, also die hat sich ganz, ganz lange dann auch damit beschäftigt, weil auch das Kind dadurch ein Verhalten schon relativ früh hatte, mit viel Schreien und so, wo sie nicht so klar kam. Und sie hat sich dann ganz innig damit beschäftigt und geht jetzt auch raus und sagt uns Frauen mehr oder weniger, wo das Problem liegt. Und die sagt halt auch, also wenn ich als Mutter zum Beispiel schon eine schlechte Darmflora habe, dann stimmt natürlich mein ganzes System im Körper nicht. Und wenn ich dann die Muttermilch an mein Kind weitergebe, dann fehlt dem das auch wieder. Das heißt, es kann gar nicht diese gesunde Darmflora aufbauen durch die Muttermilch. Also muss man da auch gucken, ob man da Alternativen dann hat, beziehungsweise auch schon was zugibt, was die Darmflora dann schon relativ früh in eine gute Balance bringt. Ne? Also sehr spannend, ja. Ja, super spannendes Thema und das Spiel ist schon interessant, dass das halt einerseits die psychologische Variante, ne, oder psychosoziale Variante, was mit Gefühlen zu tun hat und dann andererseits dann auch wieder was mit der Ernährung zu tun hat und mit der Umwelt. Also das sind so viele Faktoren, die da eine Rolle mitspielen. Ich finde das echt Wahnsinn. Man macht sich ja gar keine Gedanken so. Genau. Man denkt ja immer nur, ja, ich esse halt irgendwas, ne? Oder es ist halt so, ich hatte halt, keine Ahnung, viele Medikamente, Antibiotika, ja, dann wissen wir, ne, das ist halt eine gestörte Darmflora. Ach ja, ist ja nicht so schlimm, aber was das alles für Auswirkungen hat, ne? Wie fein verästelt das ist tatsächlich ein Wunder. Ne? Und ja, dann macht es wahrscheinlich auch zwischendrin mal Sinn, so einen Detox zu machen, ne, Maria? Vielleicht magst du dann so ein bisschen anknüpfen, ne? Ja, gerne. Das Thema Darmreinigung oder überhaupt Entgiftung. Genau, Entgiftung. Also ich habe jetzt auch Live-Beispiele, halt die aktuellsten Beispiele aus unseren Gruppen, von den Teilnehmern und von mir selber kann ich auch berichten. Ich finde das echt der Wahnsinn, wenn man so eine Entgiftung, Entsäuerung macht und die ist ja auch mit Darmsanierung gleichzeitig, wie die Leute dann auch emotional anders werden. Also vom Verhalten. Also die sind, also und das hat nichts, wie soll ich das sagen, das ist immer so, man kann es selber gar nicht verstehen, wenn man es nicht selber so erlebt hat. Und sie denken, ach, übertreiben alle. Was soll das? Das kann ja gar nicht sein. Es ist aber so. Es ist so, dass die dann, die fühlen sich einfach ganz anders. Die sind glücklich. Die sind, also da kommt auf einmal, diese Glücksgefühle kommen wieder hoch. Und die denken, das hätte was mit Abnehmen zu tun. Das hat aber insgesamt, also du entgiftest, du baust deine Darmflora wieder auf und dann erst
kann ja, können ja diese Gefühle kommen. Ne? Dann kann dann erst, und wenn der ganze Dreck weg ist, das ist ja das. Genau. Ja, das ist echt der Hammer. Also ich finde es so wichtig. Und dann hatte ich ja noch ein Gegenbeispiel. Da hat mir der eine mal gesagt, auch ein Teilnehmer, der die Darmreinigung machen wollte, der hatte sich bei Real mal, hat er sich so Nutella gekauft. Die gab es mal im Sonderangebot, was weiß ich, 10er-Pack oder was weiß ich, ne? So einen ganzen Karton. Ja. Und der hat sich dann natürlich gekauft, weil er wollte ja sparen. Ne? Hat an der falschen Ecke gespart, leider. Weil seine ganze Familie hat die nicht gegessen, nur er. Und er hatte dann echt, der hatte so eine 12-Finger-Darm, ich weiß nicht, irgendeine Entzündung da bekommen durch dieses viele Zucker und das wahrscheinlich, was da drin war, die Hölle los bei ihm, ne? Und dadurch, also das war echt knapp vorm Sterben. Also der ist echt fast an dieser bescheuerten Überdosierung an Nutella, sagen wir mal, gestorben. Also ehrlich, ja. Also, man macht sich da auch gar keinen Kopf, ne? Was genau, man da. Darf ich? Ja. Bist gerade eingefroren, ja. Ja, genau. Und weil ich den Link schon, kann ich ganz kurz mal was Technisches dazwischen anmerken, Silvia, der Post ist, also dass der Stream ist nicht auf öffentlich gestellt. Ui. Vielleicht kannst du das nochmal auf öffentlich und nicht nur auf Freunde stellen, weil ich kriege gerade Rückmeldungen auf Facebook, dass es nicht zu sehen ist. Ich habe es geteilt. Genau, okay, und dann können wir schon wieder weitermachen. Warte. Genau. Moment. Warum ist das denn genau öffentlich? Ja. Ja, doof. Ja, Maria, aber du kannst ja vielleicht schon mal weiter erzählen. Ne? Genau. Und dann, also irgendwie ganz spannend. Genau. Ganz speziell jetzt um die Darmreinigung von Life Plus. Das ist halt ein ganzes Programm. Das wurde ja entwickelt, gerade speziell für die Darmreinigung, was man da am besten nehmen sollte. Und dann dafür gibt es dann, das läuft über 16 Tage. Also es ist ja überschaubar, ne? Also man hat innerhalb von 2 Wochen dann echt für seinen Körper was getan. Man kann es natürlich auch ein bisschen verlängern, man kann es auch nehmen, bis die Produkte leer sind und dann ist es erledigt. Dann dauert es wahrscheinlich so 20 Tage und dann hat man halt alles abgegessen sozusagen. Ja. Aber 16 Tage ist so diese Vorgabe. Und in diesen 16 Tagen baut man mit einem, das ist so ein Pulver, da baut man seine Darmflora wieder auf mit ganz speziellen Lactobakterien und was man da so alles braucht. Milliarden von irgendwelchen Bakterien, dass die wieder, die guten Bakterien wieder aufleben. Ja. Und die sollen ja überhand nehmen. Damit diese Flora wieder ins Gleichgewicht kommt, weil es ist ja normalerweise so, dass die in der Minderheit sind. Und die wollen wir jetzt wieder aufleben lassen. Und das passiert dann. Gleichzeitig gibt es dann diesen natürlichen Schwefel, MSM. Und dadurch werden ja die ganzen Giftstoffe wieder abtransportiert. Weil das bringt ja nichts, wenn du anfängst mit einer Darmsanierung und die ganzen Stoffe wieder aufgewühlt werden da drinnen, damit sie dann wieder abtransportiert werden. Und du hast sie dann in deinem Körper wieder drinnen in den Zellen. Das bringt ja nichts. Ja. Die müssen alle wieder raus. Und dazu gibt es dann Algen mit Algenkombination, Kräuter, die halt auch dafür sorgen, dass diese Stoffe gebunden werden. Also dass sie gebunden und nicht wild durch den Körper wandern, sondern dass sie sich woanders festsetzen. Genau, und wieder ausgeschieden werden können. Und das ist ein super durchdachtes Programm. Und damit haben wir echt super Erfahrungen gemacht, auch gerade mit dem Thema Neurodermitis oder was da so alle die Leute für Themen haben. Also da kann man echt super entgegenwirken mit so einer Darmsanierung. Also dass man seinen Darm wieder pflegt und wieder auf Vordermann bringt. Ne? Und das ist ja auch wieder ein Baustein. Also man kann das nehmen als Baustein, weil das normale Leben besteht nur nicht aus Darmkur. Das normale Leben. Genau. Ja. Aber das Schöne finde ich eben dabei. Ne? Du kannst das halt mal ins Rollen bringen, indem du schon mal so eine Darmkur, so eine Entgiftung, Entschlackung halt machst, ne? Weil dann kommen ja, wie du schon sagtest, gleich, es kommen Emotionen, es kommen, ne, Gefühle hoch, es kommen vielleicht Themen hoch und dann kannst du an denen wieder ansetzen. Und wenn du das dann alles zusammen ins Gleichgewicht bringst, dann, ne, dann bist du einfach noch viel leichter, viel, viel entspannter und viel verbundener mit dir, mit deinem Körper halt. Ne? Und das ist so eben von vielen Seiten das Ganze, eben wie so ein Zahnrad geht das ineinander. Ne?
Also ich muss mal ganz kurz hier, Silvia, ich habe hier so Untertitel bei mir. Ist das bei euch auch? Ja, warte mal. Genau, ist doch okay, die können ja auch drin bleiben. Englische Untertitel und der übersetzt mit, was wir hier sagen. Kann man wieder deaktivieren. Genau. Nee, ich habe jetzt gerade hier ein bisschen rumprobiert. Nee, irgendwie ist, also normalerweise habe ich jetzt nichts anderes gemacht wie sonst und bei mir steht jetzt auch nicht, dass es nicht öffentlich wäre. Ja, sonst, also ich habe es jetzt gerade nur als Rückmeldung, weil jemand, der eben nicht mit dir verbunden ist, der kann es halt nicht sehen dann irgendwie dazu. So. Also bei ihr stand das so. Ist ja komisch, genau. Weil die letzten Male hat es ja auch funktioniert, wo du es dann gemacht hattest. Wir hatten es schon mal, aber einmal war es auch, da war es auch nicht. Sonst guck mal vielleicht auf Facebook auf der Seite bei dir in deinem Live-Post, also in dem Livestream da drin. Vielleicht kannst du oben sind immer diese Pünktchen. Ja, da war ich gerade. Nee, da war ich ja, gerade. Da habe ich gerade geguckt. Also da ist nichts, ja, leider. Und das wir werden schon hinkriegen, dann mal gucken. Genau. Ja, ich hoffe, dass uns trotzdem alles genau. Aber nichtsdestotrotz, Maria, ja, das ist wirklich ja auch unheimlich spannend, auch was du gerade gesagt hast, mit wie die Emotionen dann einen über diese Zeit begleiten. Ne? Also mir selbst, wir machen das ja auch mit dem Basenfasten. Und da merken wir das dann natürlich auch. Den ersten Tag geht es uns noch relativ normal, aber dann am zweiten Tag geht es erstmal los, dass man diese Entzugserscheinungen hat und dass man halt sich wirklich beschissen fühlt, auf Deutsch gesagt. Und Kopfschmerzen, Gliederschmerzen und einfach keine Lust, kein Antrieb und in so einem richtigen Loch hängt. Und dann am dritten Tag merken wir dann auch schon immer, wie langsam so Energie in den Körper kommt und wie der Körper sich bedankt im Grunde genommen. Also ich habe immer das Gefühl, mein Körper, der bedankt sich jetzt bei mir, dass ich endlich wieder diese ganzen Sachen rauslasse und dass ich ihm mal wieder Zeit gibt zum Atmen. Und das gibt uns auch oder mir dann halt auch unheimlich viel positive Energie. Ne? Und das finde ich einfach toll. Ja. Ja, genau. Und daran sieht man ja, ne, wie wahnsinnig das zusammenhängt. Ne? Weil was du auch beschreibst, ne, diese positive Energie oder Maria eben, ne, dass die Leute mehr Fröhlichkeit, mehr Lebendigkeit, mehr Energie bekommen. Ne? Das hängt einfach zusammen, weil eben besonders durch diesen Vagusnerv kommuniziert halt der Darm mit dem Gehirn in einer Tour. Und diese ganzen Botenstoffe und Hormone und Neurotransmitter, die da auf und ablaufen und dem Gehirn quasi von unten nach oben, mehr schon als andersherum, die Informationen mitgeben, ne, wie so der Zustand von dir ist. Das ist total spannend. Schon spannend, ja. Genau, ne, weil eigentlich der Darm, das hört, also der Kopf, der hat eigentlich nur den Anteil, so bis ich esse. Und ab dem Bereich, wo ich schlucke, übernimmt schon eigentlich mehr der Darm die ganze Kommunikation und den Ablauf, als das, was ich halt mit dem Kopf steuere. Ne, weil das hat so ein bisschen die Funktion auch, dass im Prinzip der Kopf frei ist für andere Dinge. Ne? Den Rest übernimmt dann halt die ganze Verdauung, den ganzen Weg nach unten, übernimmt der Darm dann eigentlich und nicht das Gehirn. Hat das eigentlich fast weniger Anteil als der Darm für unser ganzes Befinden. Ja, deswegen ist es einfach auch wichtig, dass man vielleicht, wenn man sich nicht immer wohlfühlt oder der größte Antrieb der Menschen oder Leute ist ja einfach, Gewicht zu verlieren oder das Gewicht zu halten. Das ist ja oft der Antrieb. Aber also ich sage immer, wenn ihr eure Ernährung in einer gewissen Art und Weise umstellt, dann verliert ihr automatisch Gewicht. Da müsst ihr dann gar nicht mehr darüber nachdenken. Das ist halt einfach so, weil der Körper sich dann ja alles irgendwo aus den gesunden Lebensmitteln dann die Nährstoffe holt und das Fett auch abbaut. Ne? Und ja, deshalb ist es für mich halt auch immer so spannend zu hören, ne? wie interessant das oder wie das zusammenwirkt. Ne? Mhm. Und für mich ist es halt auch wichtig, wenn wir schon, wie ihr beide jetzt, mit Darmreinigung bei Maria, wenn man den Darm reinigt, dann muss man natürlich auch die Nährstoffe wieder zuführen, weil ohne dass man, wenn man was rausleitet, dann muss man ja auch die guten Sachen zumindest wieder reinholen. Weil wie will dann der Darm sonst die gute Darmflora wieder aufbauen, damit auch die ganze Emotion auch wieder gut funktionieren kann. Ne? Das muss man halt über die Nährstoffe machen. Und ganz besonders gute Nährstoffe hierbei sind auch zum Beispiel Lauchgemüse und Zwiebeln. Die haben halt eine sehr hohe präbiotische Wirkung. Das heißt,
Man, ja, also das ist ganz witzig. Ich hatte ja 2015 habe ich ja einen Unfall gehabt und war 2016 das zweite Mal in der Reha. Und da war eine bei mir am Tisch gesessen, die hatte seit Monaten eine Entzündung im Körper und die hat dann ihr Knie kaputt gemacht. Die wurde dann am Knie operiert und dieser Operateur, der hat zu ihr gesagt, sie müssen jeden Tag zu jeder Mahlzeit mindestens eine Zwiebel essen. Dann gehen ihre Entzündungen raus und können sich das Antibiotika sparen. Ja. Und die saß bei mir am Tisch und die hat wirklich zum Frühstück, zum Mittagessen und zum Abendessen hat die eine Zwiebel serviert gekriegt und die hat die gegessen. Cool. Nach 4 Wochen waren der ihre Entzündungswerte sauber. Das kann man sich nicht vorstellen. So einfach, ja. Ja. Ist ja auch ein uraltes Hausmittel bei Entzündungen. Genau. Und da sage ich immer, also gerade auch Zwiebel oder Lauchgemüse oder Frühlingszwiebeln, also auch alles, was zu den Lauchgemüsen gehört, das ist sehr, sehr wichtig. Knoblauch dann auch, ne, denke ich, oder? Mhm. Ja, genau. Ja. Sehr ja, wichtig Knoblauch für auch gut. Die Wiederaufbau der Darmflora dann ja. In der Zeit, also wo man auch dann so fastet und so, ist es immer gut zu den Mahlzeiten, vielleicht ein Lauchgemüse dazu zu nehmen oder auch eine Zwiebel mit reinzunehmen und die roh halt. Das ist ein super Tipp. Mhm. Ja, cool. Mhm. Kann man ja mal richtig gut irgendwie ne, mit einbringen oder verstärkt dann halt einfach. Genau, und die haben auch ja, einen hohen Ballaststoffanteil, also werden auch noch die Ballaststoffe im Darm wieder angesiedelt. Also das ist wirklich ein wunderbarer Zusatz oder eine Ergänzung und den Körper zu unterstützen, einfach wieder in eine positive Darmflora zu kommen. Ne? Auch Pfeffer, Chili, Ingwer, alles diese Gewürze kann man da auch ganz gut mit als Unterstützung nehmen. Also auch diese scharfen Gewürze, die helfen da wunderbar dabei. Gut zu wissen auch. Ne? Das kann man ja dann schön einfach mal immer so ein bisschen mit in die Ernährung eben mit einbauen und immer mal ausprobieren, andere Themen. Was tut einem gut halt dazu? Ne? Und genau. Gerade so im Sommer, eigentlich sagt man ja auch, wenn es heiß ist, trotz alledem, ne? So ein bisschen dieses Feurige kühlt dann trotzdem. Ja, und wir machen das auch, wir haben das immer im Frühstück mit drin. Ingwer, Chili, Kurkuma und Zimt. Und dazu noch ein bisschen Leinöl, dass das einfach auch besser aufgenommen werden kann vom Körper. Diese Omega-3-Fettsäuren, die sind halt auch unheimlich wichtig, um diese Nährstoffe im Körper aufzunehmen. Und das heißt, wenn du die Gewürze machst, wie machst du das ins Frühstück? Wie kombinierst du das und was dann? Wir essen morgens Porridge oder Müsli oder auch selber geschrotete Körner. Die wir dann kurz aufkochen und mit Obst essen. Und da kommt das dann mit rein. Da machen wir dann immer so 2-3 Prisen von jedem dazu. Und das Öl dazu und das essen wir dann zum Frühstück. Und das hält auch relativ lange. Ja. Das ist gut, weil wenn man nämlich die falschen Sachen auch isst, dann pflegt man ja auch die schlechten Bakterien. Und die schlechten Bakterien wiederum, die ziehen ja wieder noch schlechtere Nahrung. Deswegen hat man ja diese Heißhungerattacken und deswegen kriegt man ja auch immer so ein, will man unbedingt jetzt diese Süßigkeiten essen, weil die Bakterien da drin das verlangen. Genau. Also man selber will das ja gar nicht, ne? Ja, das ist eine, das Sucht, ne? Ja, und das ist ja wieder so ein Hinweis darauf, ne, wie sehr das mit dem Kopf auch zusammenhängt. Ne? Diese Sucht, dieses Gefühl, ich brauche das jetzt. Ne? Das kommt ja eben nicht, es fängt nicht im Kopf an, dass du denkst, so, oh, ich brauche das jetzt, sondern ne, das geht von unten auch wieder nach oben, die Botenstoffe, und sagen, hey, ich brauche Nachschub weil von dem Schlechten, weil sonst verhungere ich hier. Aber das muss ja auch raus, das Ganze. Und von Parasiten wollen wir gar nicht erst anfangen. Ne? Oh ja. Nee, das wäre noch meine eigene Runde, glaube ich. Ja, genau. Was da alles drin ist, ja. Ja. Was das da alles spannend, ne? Also, ja. Aber letztlich kann man dann immer wieder nur feststellen, ne, es ist alles ganzheitlich zu betrachten. Ne? Es ist, das eine ist nicht ohne das andere und nicht das eine allein ist das Allheilmittel für irgendwie, sondern ne, es kannst mit einem anfangen und dann eben Schritt für Schritt die anderen Bereiche mit dazu nehmen. Ne? Erstmal vielleicht das Entgiften, die Ernährung, dann die Themen angucken, was kommen denn da für Gedanken, Gefühle hoch,
wenn ich da wieder reingehe. Und dann geht der Kreislauf im Positive weiter und nicht in der Negativspirale einfach. Ne? Dann, ja, genau. Und ja. Ich schon denke, bemerkenswert, wie gut das funktioniert. Genau. Und ich denke halt einfach, ja, es macht einfach auch Sinn, wenn man wirklich mal für einen gewissen Zeitraum sagt, man fängt damit an, mal komplett auf die schönen Dinge wie Zucker und Kohlenhydrate zu verzichten, dass man einfach dieses Gefühl bekommt. Denn wenn man nur ein bisschen weglässt, kommt man nicht wirklich in dieses Gefühl rein. Also dieses Hochgefühl zu spüren, mein Körper, der ist dankbar, der freut sich, dass endlich wieder ein bisschen Luft ist. Und ne, das denke ich, das ist halt wichtig, ne, dass man da auch einfach mal sagt, okay, ich mache mal eine Woche oder auch 2 Wochen, zieh das durch, ne, und bleib wirklich mal dabei. Und da kann man sich ja dann auch gute Unterstützung holen. Genau. Ach, von alleine immer so eine Detox. Detox. Von alleine ist tatsächlich echt schwer rauszukommen, weil man versucht ja immer so ein bisschen, ne, und so ein bisschen und ohne, also wenn man schafft, so ein Programm, wenn man ein Programm hat, dann weiß man ja ganz genau, was zu tun ist. Dann kommt man viel, viel besser klar, als wenn man selber versucht, sich da durchzuwursteln und dann eine Info und dann eine Info und dann eine Info, ne? Dann ist man ja total wirr im Kopf und weiß gar nicht mehr, was man machen soll. Mhm. Der eine sagt so, der andere so und der andere wieder so, ne? Also da muss man sich schon entscheiden und dann wirklich einfach durchziehen. Ja. Gesehen davon ist das halt auch da das Thema Verbundenheit. Wenn ich das in so einem Programm in der Gruppe mache, dann bist du ja einfach getragen von der Energie der Gruppe auch. Ne? Wenn ich mich jetzt alleine ins Kämmerchen setze und da rumgrübel und dann denke, ach, alles Unsinn. Ne? Aber wenn du so eine Gruppe hast, dann wirst du ja auch wieder gestärkt und motiviert. Also ich kann mir das gut vorstellen, dass es einfach da auch viel, ja, mit viel mehr Freude dann auch funktioniert. Ja, oder auch mal bei einem Hänger, wenn einer von euch einen hat, nehme ich an, Maria, ne, dann zieht er den wieder weiter. Ne? So. Ja, schon allein dieses Gefühl zu haben, dass man zu dieser Gruppe gehört. Man muss nicht jeden Tag tausende von E-Mails schreiben und WhatsApps und was wir sehen. Schon allein zu wissen, hey, die sind auch dabei, die machen das Gleiche und ich bin ein Teil davon, das wirkt schon Wunder. Das ist echt. Ja, so eine Gruppendynamik, klar, die ist natürlich einfach unterstützend auch und denke ich, beschleunigt den Prozess dann auch, wenn man halt selber immer an sich rum versucht, ein bisschen, da fehlt einem dann halt von außen auch ein bisschen die Motivation, denke ich. Ne? Ja, man spürt die Verbundenheit, wirklich. Genau. Das ist ja das, was einen dann weiter. Und das ist eben tatsächlich, genau, wie halt auch im Säuglingsalter, wenn dieser soziale Bereich des Vagus, des Nervenanteils überhaupt erstmal entsteht, du kannst ihn dann auch als Erwachsener immer wieder halt ansprechen, immer wieder aktivieren und das ist eben auch so dieses Zugehörigkeit, dieses Verbundenheitsgefühl und wenn ich da das wieder gestärkt habe, das hat auch viel tatsächlich mit, dann ist das Hungergefühl eben nicht so da, dann habe ich ja eine Kompensation, das Positive, das Glücksgefühl, dann brauche ich nicht so unbedingt den Ersatz dazu, ne? Also spielt das auf jeden Fall auch da wieder eine große Rolle dabei. Ne? Die Nerven sind da nicht zu unterschätzen. Oh ja, das stimmt. Genau. Ja, schön. Was ist jetzt, dann haben wir heute wieder viel erzählt. Ne? Genau. Was ist jetzt unsere Quintessenz? Ist der Darm das Gehirn Nummer 1? Ja, das kann man wohl ahnen. Ne? Das ist wirklich so. Vielleicht denken wir, dass wir selber denken und eigentlich werden wir gedenkt. Genau. Also ich würde zumindest einen größeren Teil schon fast tatsächlich dem, ne? Also zumindest in diesem Gefühlsebenen, emotionalen Bereichen ist das auf jeden Fall ein stärkerer Anteil. Ne? Der logische Anteil, der sitzt schon im Kopf und denken in das Gehirn. Ja, aber was da alles mit zusammen? Emotionen, soziale Bindung, Selbstvertrauen, Selbstliebe, was alles Probleme sind. Die kommen dann alle hoch. Ja. Genau. Und der Bereich ist auf jeden Fall im Darm angesiedelt. Gibt's nichts. Ja. Nicht zu unterschätzen, ja. Genau, definitiv. Sehr schön. Ja, super, dass es so schön geklappt hat. Ich hoffe, wir konnten euch da draußen ein paar Impulse wieder mitgeben und euch vielleicht auch ein kleines bisschen dazu bewegen, vielleicht doch mal in eine
Detox-Kur oder Ernährungsumstellung oder ja, in eine Darmkur hineinzuschauen. Genau, ins Mentalcoaching. Genau, einfach mal. Ne? Ja, wir freuen uns aufs nächste Mal und wünschen auf jeden Fall erstmal allen noch einen schönen Sommer. Wir werden jetzt wohl erstmal eine Pause machen von 2-3 Wochen und dann wieder einsteigen und uns wieder bei euch melden. Genau, das machen wir ein bisschen. Ne? Ja? Genau, hier ist auch so laut, hier ist wie los auf dem Hof. Ja, das weiß ich, ja, genau, ihr Lieben, allen einen schönen Tag. Genau. Bis bald. Genau. Tschüss. Bis bald.